Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und heute zeige ich euch, wie der aktuelle Weg ist, wie ihr überall in Star Stable tanzen könnt. Warum sage ich aktueller Weg? Da sich das immer mal wieder ändert. Und wichtig sei hierfür auch gesagt, um den Fragen vorwegzunehmen, das hier ist völlig legal von Star Stable erlaubt. Ihr könnt das ohne Probleme nutzen und geht da kein Risiko ein, von Star Stable irgendwie bestraft zu werden. Es ist eigentlich recht simpel und doch ein wenig tricky, denn ihr müsst so weit stehen, dass ihr mit eurem Pferd jeweils eurem Pferd auf die Schnute klicken könnt und hier diese Variante bei Jenna habt. Also ihr müsst auf E mit Jenna drücken können und hier einmal die Schnute von eurem Pferd drücken können. Und dann müsst ihr beides simultan machen, das heißt einerseits das hier anklicken und einerseits auf E drücken, also genau gleichzeitig. Und dann redet nämlich sowohl Jenna, als dass ihr das auch habt. Und dann müsst ihr nur das von Jenna wegklicken und schon könnt ihr euch mit eurem Pferdemenü nämlich bewegen. Und das ist schon der ganze Clou. Mehr müsst ihr dafür überhaupt nicht tun. Und deswegen könnt ihr das jetzt auch an mehreren Stellen machen. Ich habe das Ganze jetzt hier bei Jenna eben gemacht. Dann müsst ihr einfach nur einmal zur Tanzfläche gehen, also einmal hier. Und dann müsst ihr einfach nur das hier wegklicken. So, und schon habt ihr die Möglichkeit und könnt wieder jederzeit überall, wo ihr möchtet, tanzen. Und könnt das Ganze natürlich wie gewohnt auch über den Fotomodus jeweils immer beenden. Und habt dann wieder die Möglichkeit, wo ihr möchtet, auch einfach eure Tanzschritte zu zeigen. Geht also wahnsinnig simpel, könnt ihr halt an jeder Stelle machen, wo ihr immer eine Sache habt, wie zum Beispiel die Jenna in der Art. Ich finde es hier im Moorland sehr, sehr einfach, da ihr daneben ja auch direkt eure Tanzfläche habt. Ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen weiterhelfen konnte und sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt und geholfen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und viel Spaß damit. Bis dann, ciao, ciao.